Und da sind wir auch schon wieder zu Let's Play Pokémon. Ja, ich muss... Piep! Oh, hallo Leon! Hier ist Felicia aus Metaross. Camillo hat mir erzählt, dass du die Trainer in atemberaubender Geschwindigkeit aussuchst und besiegst. Ich denke aber nicht, dass ich gegen dich verlieren werde. Ich werde meine Arena wieder aufbauen. Dann steht deiner Herausforderung nichts mehr im Wege. Du bist doch bestimmt genauso ungeduldig wie ich, nicht wahr? Ja. Zwei Sachen. Erstens, danke euch auch, was ich zusammen durfte. Zweitens, wo hat die ja schon wieder meine Pokédings hier? Ja, hier. Auf jeden Fall. Die letzte Folge hab ich mich ja zurückdepiert noch am Ende. Also, es gibt viel zu erzählen. So viel, dass es bestimmt schon wieder in 10 Minuten vorüber ist. Und ich wieder doof in der Gegend umher blöde und mache. Ahoi, wir haben in Gravitoport City angelegt. Ja, ich gehe zu Cappy und Brick. Boah, bin ich in die Schule. Auf jeden Fall, ja, ich konnte. Es gab ein Problem. Ich konnte nicht allzu viel aufnehmen. Also, beziehungsweise, ihr habt jetzt einen Tag Pause gehabt. Was nicht so schlimm wird, da wir eh nur 10 Abonnenten haben, ungefähr. Auf jeden Fall, ja, weil ich hier als schulisch beschäftigt war und das so und das Video kleiner schneiden irgendwie nicht funktioniert hat. Und ja. Das Licht dieses Leuchtturms sieht man Dutzende von Kilometern weit. Ich frage mich, ob es nicht die Pokémon im Meer verwirrt. Und ja, halt, und auf jeden Fall in dieser Zeit, also in dieser Zeit hat sich was verändert. Wir werden keinen Skyblock mehr fortführen. Weder ich noch Jens. Zumindest wie es jetzt aussieht. Aber wir haben einen neuen Kanal. Atomfreak Tuts, also Atomfreak und Co. Tuts, beziehungsweise Atomfreak und Co. Tutorials. Und ja, da werden wir eben ein paar Sachen von den Tutorials halt hochladen. Ihr müsst wirklich auf allem, aber voraussichtlich erstmal für Minecraft. Zum Beispiel, Jens macht, wie man einen Hamachi-Server erstellt. Oder so, und ich mache dann zum Beispiel mal, wie man eine gute Monsterfalle baut oder eben irgendwie sowas halt. Und ja, ich hoffe, euch wird's gefallen und so. Willkommen! Kann ich dir helfen? Tschüss! Jedenfalls, der wird in der Beschreibung verlinkt. Ja, so wie das Video, was ich unbedingt mal verlinken sollte. Werde ich auch machen. Jetzt gleich nach der Aufnahme. Ja. Immer wenn ich hier hinkomme, vergesse ich mich und kaufe wie bescheuert ein. Typisch Frau. Nein, also. Nein, das ist nicht. Ich bin der Statuswert-Guru. Ich werde dir verkaufen, was du brauchst. Fuck, wartet. Ich will Protein, Eisen, Kauin, Zink, Calcium, Kaffee. Nö, ich brauch nichts. Nein. Nö. Ey, danke. Oh, schau das an. Das Seegras hier in dieser Gegend sieht frisch und fast lebendig aus. Es sieht aus, als könnte es sich auf richten und angreifen. Und jetzt... Ja, auf jeden Fall diesen Kanal halt auch, werdet ihr unter... Auf jeden Fall werdet ihr auch bei Dings sehen. Und ich glaube nicht, dass die hier irgendwo im Markt sind. Okay, gar nicht viele. Wurde kurz um einen, ich sollte aufhören, so schnell abdrücken. Egal, lass mal den einfach weg. Du alte Omi, du. Wo das Wasser sauber ist, denn die Früchte eine reiche Ernte.
Und wo es eine reiche Ernte gibt, gibt es auch bald einen Markt. So entsteht und wächst eine Stadt. Ja, danke, alte Frau, für diese Informationen. Ey, du da. Nee, warte. Ey. Wenn du diese Kursnamen deiner Pokémon ändern willst, dann willst du den Namenbewerter um Hilfe bitten. Okay. Pokémon. Was ist das denn? Das gucken wir uns gleich an. Erstmal bringen wir diesen Brief da weg. Ich sehe hier schon voraus, dass ich an Team Aqua vorbei muss. Hey, du da! Hör auf und drängeln, wir stehen hier ordentlich an. Okay. Muss aber durch. Warum stehen wir hier eigentlich an? Und bezahlen, wir sollten einfach hineingehen. Nein, solltest du nicht. Darf ich auch noch ein bisschen mitzureden? Bitte. Willkommen im Kampfcamp. Nein. Nein. Ich will jetzt nicht wegen diesem Typ da ansprechen, von dem ich den Namen nicht mal mehr kenne. Boah! Ich werde auch im Kampfcamp meinen Können unter Beweis stellen. Aber vorher muss ich mir einige Pokémon fangen. Okay. Ich muss mal eben lesen. Okay. Sollte man nicht gehört haben. Was soll ich tun? Ich nur straks über den Radweg nach Malvolin City fahren und die... Ah, ich hab gespuckt. Straßen und nach Pokémon suchen? Okay, hier brauchen wir schon mal ein Fahrrad für. Seht Kenny ohne außer Pearl in Tune. Die konnte man an dem Windkraftwerk fangen. Ich kann so Dialekte nicht, was mich sehr enttäuscht. Aber du bist beliebt, Pokémon, du müsste das halt der Schlag sein. Auf jeden Fall, heute ist Freitag, ihr werdet das Video schätzungsweise morgen sehen. Morgen ist Samstag und nächste Woche ist Japan-Tag. Ich freue mich da schon voll drauf. Und nein, ich werde da nicht teilnehmen. Doch werde ich. Ich freue mich da total drauf. Und yay! Oh, Japan-Tag, ich komme zu dir. Da ist schon von Apple War. Okay, schön, das musste sein. Weil ich da gerade so dran gedacht habe, Alter, dieses Fritzel Blitz ist relativ stark. Oder mein Stol Union ist relativ schwach. Ich muss schon wieder lesen. Aber fällt hier, man bekommt hier viele EP. I. Trotznabe. Ja. Die, was sind die jetzt? Kapi und. Also, es waren wirklich zwei Leute. Ich frage mal. Mein Pokémon hat ein hastiges Wesen, sein Intelligenz. Ich suche jetzt dann noch, nachdem noch eine Doppel, also eine Folge, also ist nochmal 10 Minuten. Wenn wir nicht, gucke ich eben in dieser kleinen Unterbrechung. Tagito. Oh. Ja. Wenn das hierhin gehört und das dahin, dann habe ich keine Ahnung, was ich hier gerade baue. Wo gehört dieses dann hin? Wo gehört dieses dann hin? Und was ist mit diesem Dingsbums? Ah! Ich werde daraus einfach nicht schlau! Hm? Hallo, ich bin Bodmar. Kaptrick hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, das da? Sind das Devonwaren? Aber das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Kaptrick ist irgendwo hingegangen. Sagte, er müsse was erledigen. Kann ich dich bitten, Kapberg zu suchen und ihm das Paket zu bringen?
Ja klar. Bunny Cam aus. Ja klar, kein Problem. Waren wir nicht mal gefunden. Ja, darf ich den Caprik auch noch suchen. Irgendwo klingt so auf Fruity hinaus. Caprik. Das finden wir alle nicht mehr lustig. Das ist mein erster Job, seit ich Team Aqua beigetreten bin. Ich bin ganz tätrig. Tätrig. Ich weiß, dass anders ausgesprochen wird. Tut mir leid, aber auf dem Radweg sind Fußgänger nicht gestattet. Das ist gefährlich. Bring dein Rad mit. Okay. Okay, da ist der Radweg. Fetti. Eine Reise zum Meer. Okay, ich werde jetzt nicht mehr vorlesen. Ich habe jetzt keinen Bock drauf, weil ich jetzt noch mehr ansprechen würde. Ja, noch mehr ansprechen würde. Entschuldigung, ich müsste gerne. Auf diesem Zweitkanal ist glaube ich jeder aktiv. Du siehst alt aus. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Als Vorsitzender bin ich natürlich die wichtigste Person hier. Keiner kann mir im Umgang mit Pokémon das Wasser reichen. Keiner! Aber jetzt lass mich dir etwas zu dem Pokémon-Wettbewerb sagen. Hier kann jeder seine Pokémon der Welt vorstellen. Sie finden allerdings in abgelegenen Orten statt. Daher kann ich nicht an ihnen teilnehmen. Deshalb haben wir uns hier getroffen. Wir zeigen und gegenseitig unsere Pokémon. Na, so zu reden ist anstrengend. Erfüllen wir den 10 Minuten hier nicht, dann gegen mal woanders gucken. Boah. Von mir kam ich hier. Ich werde sehr schnell sehen kann, deshalb helfe ich lieber hier raus. Hier aus. Ah. Jetzt darf ich den ganzen Weg in meinen Slow Motion gehen. Wenn ihr irgendwelche Spielevorschläge haben solltet, die ihr gerne mal gucken würdet, die ihr aber selber nicht zocken könnt, die vielleicht sogar am besten nicht so viel kosten. Ja, dann sag mir mal Bescheid, dann guck ich, was ich machen kann. Und versuch dann, was ich spielen. Autsch. Autsch. Ah. Du siehst anders aus. Kennst du die TM Geheimpower? In unserer Gruppe mögen alle die TM Geheimpower. Eines unseres Mitgliedes wird sie dir geben. Sag mir, wenn du sie hast. Die werden dich dann als Mitglied aufnehmen und dir unter die Hand tolle Sachen verkaufen. Okay. Das bin ich. Achso, falsch gehabt. Verletzt sich ein wildes Pokémon, heilt es sich, indem es Bären ist. Wusstest du das? Irgendjemand hat dies beobachtet und kam so auf die Idee, aus Bären Medizin herzustellen. Und weißt du noch etwas? Um aus Bären Medizin herzustellen, muss man sie zu Pulver verarbeiten. Wusstest du das? Du scheinst sehr interessiert an Bären zu sein. Ich habe etwas Gutes für jemanden wie dich. Puderdöschen. Oh, reich mir meine Nase, Puder. Danke.
Ich habe vor kurzem in den Pokémon Center Maschinen installiert, mit denen man Beeren malen kann. Du findest sie im Direktclub im oberen Stockwerk. Wusstest du das? Kannst du will. Boah. Ja, schön. Lass mich laufen. Boah, Alter. Schnarchi. Fuck. Ich kann so auf keinen Fall aufnehmen. Wenn da mir mal wieder kein Thema einfällt und es gerade sau langweilig ist, weil ich nur in der Gegend umherlaufe. Wisst ihr was? Wir machen das hier einmal. Bis ich alles langweilig wird. Komm in den Kampfkampf. Ich begleite dich zum Wechselkampf. Und wenn ihr möchtest, du am Wechselkampf teilnehmen, im Kampf fahren. Freue dich der Herausforderung. Tschüss. Okay, ich speichere. Ja, das Spiel ist gespeichert. Bitte hier entlang. Wir nehmen deine Pokémon in unsere Obhut. Dann kannst du dir aus einer Anzahl von Pokémon ein paar ausleihen. Ach, das ist cool. Habe ich für... Okay. Kirlia, Makuhita, Pelipper, Pipitis, Magnaien, Illumise. Gibt's die hier schon? Okay. Ich nehme einmal Kirlia, Makuhita. Achso. Pipitis war ja. Die ersten drei, aber ist doch ganz egal. Mal gucken, wie lange wir es schaffen. Wolpig Satu nach Kara. Ah. Interessant. Schulkind Jana. Lombrero. Ah. Kirlia. You must. Ah. Super! Hallo! Kolli hat einen geilen Arsch! Entschuldigung. Ja. Konfusion. Das ist mega fies. Confusion. Aqua Knarre. Aqua. Okay, ich lasse es. Ha! Los! Fug! Das ist sehr effektiv. Es ist ein Pflanzenblatt-Pokémon. Aussenden! Bring mich an, Pelipper. Windhose. Ja, Flügelschlag. Bam. Das ist sehr effektiv, ich weiß. Weiß. Lombre. Ne. Pupanze. Ich wollte schon sagen, wie er Lombre. Das ist Geistboden, glaube ich. Fuck. Ich weiß, das ist sehr effektiv. Das ist Boden, oder? Ja, das ist Boden. Nee. Da ist es Geist. Psychstrahl. Windhose. Wind in der Hose. Windhose, Wind in der Hose. Jedenfalls zwei Aufnahmen, also eine, dann nach der muss ich jetzt noch eine Aufnahme machen. Ich meine jetzt nach diesen 30 Minuten muss ich noch eine machen, da mein Cousin morgens zu mir kommt. Und ich dann nicht aufnehmen kann. Abschlag. Hier gibt es Attacken, die ich schon nie gehört habe. Oh. Fuck, okay, geil. Erste Runde verschissen.
Ja. Das war schlecht. Nee, wir kämpfen jetzt noch. Ich will wenigstens einen Kampf gewinnen. Dann will ich aber nicht so fuck doofe Pokémon haben. Wir haben genau 5 Stunden gespielt. Mein Nacken tut weh und meine Schulter. Nimm der Pokémon. Robhut, bla bla bla. Ressource, Weidemar. Panzer, Tussle, Kecleon. Bericht. Ich Attackenkasse. Filterschnaps, lecker, Kreisschrei, okay. Deckel, Scham, Schnüffler. Ah, das sind ja schon mal nicht. Bogensprung, Donnerbill. Süßstrahl, Antikraft, Final. Okay, den Walzer, Whirlpool. Nehmen wir auf. Und hier ist ein Naturkraft gegen Tank. Nee. Mega sauber. Okay. Fail, ja, ihr habt meinen Hintergrund gesehen. Freut euch. Okay. Verleih. Dann auch noch. Balma. Lassen wir auch noch Pupante nehmen. Antikraft Psychstrahl. Ja, komm. Kann ja nicht schaden, wir haben gerade schon das Haus so verloren, also können wir uns ja eigentlich noch verbessern. Oder eben gleich bleiben. Auf Verschlechtern können wir uns auf keinen Fall. Komm schon, zu mir. Okay. Okay. Merke, sie hatte voll grüne Sachen an. Jetzt hat sie blaue Sachen, beziehungsweise türkise. Logisches Spiel, ihr haltet euch in Grenzen. Naturkraft. Cool. Naturkraft. Fuck you, okay, fuck you. Ach, das ist das, stimmt ja. Klingt ja auch wert. Mega sauger. Boah, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, mach Ficky Ficky. Okay. Mein Ohr. Yay, Weimar. Ah, mein Ohr. Bald her. Are you fucking kidding me? Sehr effektiv, scheiße. Es wurde glaube ich eher uneffektiver. Und fuck you. Ah, fuck. Fuck it. Ah, Windschoss. Das ist nicht allzu effektiv. Bam. Das ist sehr... Ja, weil... Stimmt, weil sie wollte immer stärker nach jeder Runde. Stimmt, ja. Priestel Blitz. Facka, dacka, nacka, wanga, nanga. Pam.
Oh, geil. Okay, wir haben uns verbessert. Hornattacke. Didi, didi, didi. Bam! Ja, boah. Walzer ist das halt eine richtig hammergeile Attacke, muss ich ja mal sagen. Ark, kannst du trotzdem kommen? Oh, ich stell mal. Als ich am Schild bevor, bist du bei, weißt du? Ja. Scheiß auf so Turzel. Wechsel. Ich will, ja, Pudox war irgendwie sau, es war stark. Bitte hier entlang. Bitte hier entlang. Will möchte Lisa ihren Kampf begrüßen? Nur für dich. Ein Blatt. Irgendwie so, nur für dich. Wieso hatte der vorhin was an, aber ist jetzt halt nackt? Das ist wirklich. Okay, er, sagen wir so, er hat sich für einen Kampf ausgezogen. Was ich nicht gerade schön finde. Los! Vergift ihn, sagen, bis er vergiftet ist. Das hat ja so viel Sinn gemacht. Alter. Bruder, das ist Stachel. Jawohl. Going to darkness. Gruselig. Oh cool! Das ist natürlich auch praktisch. Windstones. Ja, wow. Da brauchte ich jetzt so viel Schutz bei. Doch, brauchte ich wohl. Oh mein Gott, dieser Platscher ist so effektiv. Ah. Ich werde die Folge nach diesem Kampf beenden. Beziehungsweise, ich werde die... Ja, ich kann ja nicht den Kampf einfach abbrechen. Doof. Bin ich doof. Wow. Ja. Yay, super. Du bist das starkste Pokémon of the world. Das starkste. Ach, die andere Folge nehme ich morgen einfach auf. Kein Bock jetzt mehr. Nadoa Gate. Wow. 7 10 Wow, 12, glaube ich. Ja, okay, man. Okay, doch, da jetzt mache ich mehr Schaden. Also sehr effektiv. Dann mache ich mal Giftstachel. Edelsamen ist so eine behinderte Attacke, wenn ich sie nicht einsetze. Wenn ich sie nicht einsetze. Vergift. Moa. Nie bekomme ich mal das, was ich will. Man muss ich unter den Sachen von anderen Viehs leiden. Ein Sandsturm kommt auf. Bulldog, es gibt Stachel ein. Bam. Wir haben 20 vor 10, ich bin voll müde. Und ich muss noch duschen. Und ich muss noch essen. Essen. Ja, heute ist Freitag, ist das Video, also morgen am Samstag.
haben wir wieder die Unterbrechung. Bin ich doof? Das müsste ein Käfer-Pokémon sein. Yay! Seedleberry! Fuck you! Fuck you! Giftstachel! Ach gut, ich wollte schon sagen, so Volltreffer geil und dann noch nicht mal vergiftet. Bam, 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 bam. Kudos ist, oh Gott. Also, fuck. Ja, ich kann das nicht zulassen. Mondschein. Bling. Bling. Oh. Okay, 21 höre ich mir damit. Down, 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 down. Na, ach komm! Na komm, kein Bock mehr. Ich lasse mich jetzt wagemutig in den Kampf. Ach so. Oh, bist du doof, Knilf. Dedo, 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 dedo. Ja, Knilf ist auch tot. Nein. Verdammt. Kudox erhält Schaden. Und Kudox besiegt. Kudox, Bubu. So, Pupanze dran. Pupanze. Ich mach's mal auf Risikoreich. Letzter Finale ein. Weil ich eh gleich down wäre. Finale! Finale sieht sehr spezial aus. Spezial. Vielen Dank für Hannah und deine Pokémon und gleich wieder topfit. Der dritte Kampf steht vor. Eben außen bitte. Okay, das war's mit dieser Pokémon-Folge. Ich hoffe, euch hat es mal wieder genauso viel gefallen wie mir. Jo, auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.